Hallo, herzlich willkommen. Wir sind das Team von Instant Help und wir stellen Ihnen unsere App vor. Und jetzt wird Paul euch etwas über die Main Idea, sozusagen die allgemeine Idee, erzählen und über Probleme und Herausforderungen, mit denen wir zusammengestoßen sind. Ich glaube, wir kennen es alle. Stoff im Unterricht nicht verstanden und morgen ist eine Arbeit. Der Lehrer erklärt es mal wieder alles viel zu kompliziert. Meine Mitschüler verstehen auch nichts. Meine Eltern haben keine Zeit und meine Nachhilfe ist erst wieder nächsten Monat. Was mache ich? Instant Help ist eure Lösung. Instant Help bietet sofortige und analoge Hilfe von netten und kompetenten Leuten aus deiner Umgebung oder deiner Region an. Wir bieten eine nutzerorientierte App für iOS und Android. Und eine webbasierte Nutzeroberfläche. Genau, die App, hier haben wir einmal das Design, das ist komplett von uns selbst erstellt worden. Wir haben ein eigenes Logo, die Farben sind in grün, blau gehalten. Wieso, weiß ich eigentlich gar nicht. Man kann sich halt anmelden und registrieren auf der App. Das Design ist noch nicht ganz vollständig fertig. Wir wollen es halt so benutzerfreundlich wie möglich halten. Im Prinzip ist das unser Hauptbildschirm unterteilt in drei Tabs. Dann haben wir einmal die Liste, unsere Hilfe, Aufträge, so wie wir es genannt haben. Dafür haben wir einen eigenen Namen entwickelt, und zwar Instance. Die kann man halt je nachdem benennen. Zum Beispiel, wenn ich ein Problem in den binomischen Formeln habe, dann benenne ich mein Problem halt binomische Formeln Problem, tippe dann meine Frage ein, was ich genau dafür ein Problem habe. Und dann geht es halt raus an alle Lehrer oder professionelle Mathe-begeisterte Leute und bekommen sofort eine Push-Nachricht auf ihr Handy. Deswegen instant. Genau. Des Weiteren haben wir hier auch noch so ein Häkchen. Das sind halt die abgeschlossenen Instants und die aktuellen laufenden. Dann, das ist eigentlich relativ selbsterklärend, hier kann man einen neuen Instant rausschicken und das eigene Benutzerprofil bearbeiten oder einsehen. Ja, ansonsten wollen wir die App auch noch mal ganz kurz auf dem Handy zeigen. Einen Moment, ich muss noch mal kurz starten. Ist das angeschlossen? Ja. Das kann auch. Nee, geht ja nicht. Okay, es ist angeschlossen, aber wir sehen es nicht. Ansonsten, ich übergebe einfach mal sonst direkt an die Webentwickler und wir zeigen euch die Webseite erstmal. Genau. Ach so, da vorne, ja. Genau. Dann einmal den Bildschirm umswitchen, bitte. Genau. Also wir haben noch nicht viel implementiert. Hier ist halt jetzt der Anmeldebildschirm. Da meldet man sich jetzt an. Und ja, wie wir sehen, das ist halt noch eine Baustelle. Aber es kommt. Genau. Dann gebe ich jetzt weiter an die Webentwickler. Genau. Wir haben... Wenn das Bild kommt. Genau, okay. Also wir haben eine Webseite entwickelt, natürlich auch mit dem Anspruch, dass sie so einfach wie möglich zu bedienen ist. Wenn wir raufkommen, erstmal unser Slogan, nie mehr falsche Antworten. Wenn wir ein bisschen runterscrollen, kann man da sich direkt registrieren. Man erfährt noch etwas über das Team, in der Überkategorie und über unser Konzept. Sowie ein FAQ, was noch ein bisschen ausbaufähig ist. Und ganz unten links zu unseren Social Networks. Genau. Ja. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt auf Start drücken, werden wir weitergeleitet zu einem Registrierungsformular. Das sendet dann die eingegebenen Daten ans Backend. Genau, und dann wird man angemeldet. Habt ihr das? Genau. Und dann geht's weiter hier. Genau, und unser Bezug zum eigentlichen Thema, echt oder falsch, beziehungsweise eher unsere Bezüge sind, erstmal unser Motto, nie mehr falsche Antworten, dann
ein Bewertungssystem, was wir noch machen wollen, was dazu führt, dass ihr nur echt gute Lehrer oder echt gute Nachhilfelehrer habt. Dann eben, dass es eine echte, reale Begegnung ist, die zwar über eine App organisiert wird, aber trotzdem real, echt ist. Und der vierte Punkt, unsere App ist eine echte Rettung für euch im letzten Moment, beziehungsweise soll es sein. Genau, technisch haben wir die Gruppe in drei Untergruppen aufgeteilt. Wir hatten zwei, glaube ich, haben sich um die Apps gekümmert, um die Android- und iOS-App. Die wurden entwickelt in Java und Swift. Dann hatten wir eine Web-Application, die in HTML, CSS, JavaScript und PHP gemacht wurde. Und ein bzw. zwei Backends, wovon das eine noch provisorisch ist und das andere dann später eintreten wird, wenn es vollendet ist, das in Python, MongoDB, mit einer MongoDB-Datenbank und in PHP geschrieben wurde. Also ursprünglich sollten wir das Python mit NoSQL-Backend verwenden, aber weil es nicht so tragfähig war, haben wir ein PHP-Backend entwickelt, das eben dann letztendlich verwendet wird. Ja, unsere Herausforderung, wir waren eine ziemlich große Gruppe und wir hatten halt unterschiedlich ausgeprägte Kenntnisse, das war halt ein bisschen schwer zu koordinieren alles. Und wir hatten natürlich übelst Zeitdruck und die Kommunikation hat halt nicht immer gepasst, aber wir haben gut zusammengearbeitet und aber im Endeffekt, jeder hatte eine Aufgabe, jeder hatte was zu tun und genau. Ansonsten bei irgendwelchen Anfragen, wir haben einen eigenen Kundenservice und wir haben ein eigenes Social-Media-Team. Sie finden uns bei Instagram und Twitter. Und für die Zukunft wollen wir das Projekt auf jeden Fall noch marktreif machen und in die Wirtschaft da rausstarten. Ansonsten Dankeschön fürs Zuhören.